Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal. Hier ist 19. Farmers Life Projekt. Was Farmers Life? Was laberst du? Live, sag ich schon. Auf jeden Fall ist im Challenge Projekt mit dem Chrissy Game. Moin. Jo, moin, moin. Jo, wir haben ja letzte Folge hier ein bisschen was verkauft. Und der Chrissy fährt mal hier kommt in die falsche Richtung. Oh nein! Stand ein Baum. Oh, der Herr Kollege mit dem LKW-Gewick. Ja, da, LKW, nimm mal vorfahren. Oh! Ich bin gegen Fass gefahren. Du bist ein Keck. Ich bin gar. Hilf mir doch einmal. Was bitte ich mir aber her? Hallo, helfen Sie mir kurz. Nö. Wegen dir hat's mich hergelegt. Das ist unfair. Nee, ich komm ja vorbei, warte kurz. Das verbiete ich mir, aber das bringe ich zur Anzeige, war doch nur. So, ich komme gerade vorbei. Müssen wir mal wieder hier den Kollegen mal wieder aufhelfen hier, damit er mal überhaupt was schafft. Hab ich schon, geh weg. So, jetzt kriege ich dich nochmal um und dann passt es. Gib Gas da vorne, ich komm. Oh, gerade noch die Kurve gekriegt, Der spinnt wohl ein bisschen, der Haberer da hinten. Spinnt gar nicht, hier, was ist denn das? Doch, doch, der hat ein bisschen an, leicht an der CPU. Das ist gar nichts hier, ey. Sie haben ein bisschen leicht was an der CPU. Gar nichts habe ich hier, CPU. CB ist noch komplett in Ordnung, Alter. Boah, fett mit dem Fenchel fahren, darf ich ja mal. Sojabullen müssen weg. Landen. So. Jo. Wow, da hört einfach mal mitten im Wald die Straßen auf, willst du mich rollen? Ja, natürlich will ich dich rollen. Junge. Jo, jetzt gehen wir das und das verkaufen, dann haben wir wieder 1 Million auf dem Konto. So ein Traktor war auch irgendwo ein schönes Leute, muss ich ehrlich sagen. Tell me why. Jojo, das ist halt, wenn der Herr Kollege wieder seine Dame schon 5 Minuten hat, weil er damals verloren hat. Ja! Es sagt so viel von, wie er verloren hat, Junge. Die Challenge habe ich gewonnen, die zweite Challenge hast du. Wie viel Glück haben wir unentschieden gespielt, ey. Und sag mal, wie was hier von, wie du immer verlierst. Uiuiui. Ui. Mann. Und ansonsten, wie fühlt es sich eigentlich so an, immer weniger Geld als ich zu haben? Oh, große Sprüche, Job. Ja, wie fühlt es sich an mit weniger Geld? Hä? Wow, die 20.000 ja. Unterschiede. Ja, die sind lebenswichtig, die 20.000. Wenn ich jetzt da meine Sachen verkaufen gehe mit Blattgold überzogen, dann habe ich wieder 500.000 auf dem Konto. Das billig Gold, was du von Teddy kaufen kannst, das bringt ja auch nicht so viel. Der labert immer nur so viel, das ist ja nicht sein Sorgit und Böse. Boah, komm ey hier. Alter, ich. Sag dir ständig was von Lama, wie du immer verlierst und so weiter. Uiuiui. Hier steht mein guter 681. Ach, der
Der zieht einfach, Junge, das ist nicht mehr normal. Boah, das gibt Geld, Junge. Das ist mal Blattgold, Alter. So, dann fahren wir mal wieder zurück auf. 300.000? Ach, schade. Das ist 30.000, wie geil. Hey. So fühlt sich's an, wir machen richtig Geld verdienen. Und wie sieht's bei deiner Ernte so aus? Gut. Na, wie viel hast du verdient? Schauen Sie auf mein Konto, dann wissen's. Alter, ist das dein Ernst? Wie viel Gerscher hast du denn gehabt? Ja, willst du mich verarschen, hast? No. Ey Leute, der hat irgendein Geld gecheat oder Kredit aufgenommen. Ey, hau das bitte mal in die Kommentare. Was hat der gemacht? Nix. Der hat nie im Leben so viel Zeug gehabt, ey. Der betrügt, der. Den Betrüger. Ja, das sind halt die Schwätzer, die nichts auf die Reihe bringen, ja, aber dann schauen, wenn auf einmal dann der Gegner mehr auf dem Konto. Ja. So, jetzt gehe ich da noch mein zweites verkaufen. Dann bin ich Multimillionär. Dann passt das so. Jojo, und so geht's eben dahin. Wow. So, Schwammmaschine auf den Hof. Silage Profit. Und dann quasi. Moin, Junge, mein Guter, wie geht's, wie steht's? Gut. So. Muss ich kurz mal dem Lono erklären, dass der Rocken hier grün ist. Ah ja. Jojo, Leitlan. Den Plan werden wir machen. The fuck. Hä? Er sprintet einfach bei mir. Was noch nicht? Gut, und dir? Jo, mir geht's auf deine Nachfrage. Wo ist der LKW? So, hier. Muss weiter angesehen werden. Ich weiß zwar nicht, was der Clown bei mir genau das vor mein Silo gestellt hat. Was für ein Clown? Ja, genauso wie Clowns? Du. Du bist ein wie Clown. Wie leicht der Schneemann? Rentiert er sich? Hä? Sollen sie ihn da rentieren? Weiß ich nicht. Hilft das immer weiter, wenn du mit dem knuddelst, wenn du immer verlierst bei der Challenge? Ach, halt die Klappe. Geil. Oh Mann. So, jetzt geh ich beim LU da noch was weg ausleihen. Ja, der hat aktuell genug bei mir zu tun, da kriegst du gar nichts hier. Wir sagen, damit ich den brauch. Ich komme erst zu spät, war noch mit einem Jensenheim. Alles gut, Julian, alles gut. Lass dich nicht hetzen hier. Alles gut. Ihr braucht euch nicht hetzen, aber der Herr Kollege wird sich hetzen anfangen. Ja. Ich muss mich immer hetzen hier. Damit das Zeug in den Boden kommt. Boah, Alter, der hier. Herr Kollege fährt noch 20. Das ist effizient. Abgeerntet direkt den Raps reingeballert, Alter. Das ist mal Effizienz. Hier, da gibt's keinen Stillstand. Alter, der Herr Kollege fährt nur 20. Der ist jetzt 20. Alter, willst du mir jetzt rollen? Was hast du denn mit deinem Rollen, Junge? Ich will dich nicht rollen. rollen, Alter. Das kannst komische Teil, du. Rumrollen, ey. Hallo, fahr doch, du Scheißteil. Mann.
Aber wir können ja jetzt mal ein bisschen über die Strafe reden. Was kann man denn als Strafe so machen? Warten. Ich habe von meinem Team bekommen, gesagt bekommen, der Verlierer muss auf Omme gehen. Auf was? Auf Omme. Wo siehst du das? Keine Ahnung. Das ist, so wie ich verstanden habe, ist das irgendwie so eine komische Webseite, wo du mit anderen Leuten irgendwie auf irgendeiner Welt reden kannst. Na, bitte nicht. Das Ding ist, das Blöde für dich ist, wenn ich gewinne, musst du dir erstmal eine Facecam kaufen und eine Kamera, damit du auf der Webseite erstmal was machen kannst. Ach, halt die Kappe. Ach nee, wir können auch über eine Strafe nachdenken. Was hättest denn du jetzt gedacht? Als Strafe. Weiß ich noch nicht, habe ich mir noch nicht so gedacht. Ja, aber wir können uns jetzt mal Gedanken machen, Leute. Schreibt doch gerne mal in den Chat, was kann man als Strafe. Oder in die Kommentare machen. Natürlich. Ja, natürlich auch in die Kommentare. Was kann man da als Strafe machen? Beine rasieren, hast du keine Haare? Du vielleicht. Ja, Junge. Also, Orang-Utan, Alter. Weißt du, ich habe auch Orang-Utan da unten. Junge. Ja, Bauchhaare kannst du hier rasieren bei dir. Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich so viele Bauchhaare wie ich auf dem Kopf habe, Alter. Na, du, wenn du verlierst, wenn ich gewinne, dann musst du mit deiner Freundin vor die Face kommen. Nackt durch die Stadt oder Dorf laufen. Ah ja. Wenn ich ein paar Promille habe, mache ich das. Ja, da muss ich den... Oh, für den Chrissy wieder schlimm hier. Muss ich dir noch eine Kamera holen? Ich rufe schnell einen Kollegen an, dann filme das mir. Gute Idee. Aber was hast du gesagt, Chrissy? Du musst mit deiner Freundin vor die Kamera. Ich habe keine Freundin. Dann musst du eine suchen, dann kannst du mit der vor die Kamera gehen. Ja, musst du mit deiner Freundin vor die Kamera gehen. Musst du dir immer noch eine Kamera kaufen. Also, Leute, ich glaube, ich habe eine Strafe. Wenn Chrissy verliert, muss er sich eine Logitech G920 Kamera holen. Und dann? Wenn ich verliere, muss ich mir eine 4K-Kamera holen. Oder ich gleich einfach nochmal. Also, wenn ich verliere, muss ich mal Facecam holen, oder was? Ja. Ja. Die kostet... Oh. Da wird's richtig arm. Nämlich aktuell durch Corona kostet die um die 200 Euro. Viel Spaß wirklich hier dabei. Und ich muss wieder eine 4K-Kamera holen. Ich wollte mir eigentlich, eigentlich wollte ich mal zu meinem Geburtstag das erste Video mit Facecam machen. Was eine Kamera? Was eine Kamera? Was ich für eine Kamera habe, oder was? Ob du eine Kamera hast. Na, aber du wolltest mal ein Greenscreen kaufen und. Achso, wann hast du Geburtstag? Im August. Ja, guck! Könnte sogar passen, Alter! Weil, wir wollen ungefähr bis 100 Folgen oder 110 oder so machen. Und bis August kann es sein, dass wir 100 dann geknackt haben. Und sonst machen wir extra bis August. Wir machen, okay. Ich glaube, wir haben eine Strafe fest. Ich kaufe mir eine 4K-Kamera oder so. Die zahle ich euch noch. Und Rizzi kauft sich auch eine Facecam. Wenn irgendeiner verliert. Hätte man so oder so gekauft, aber naja. Was? Hätte man so oder so gekauft. Ja, deswegen ist auch nicht so eine große Strafe für dich. No. Ansonsten, Leute, schreibt natürlich trotzdem hier ein paar Vorschläge, vielleicht machen wir noch was anderes. Ah, vielleicht kommt dann auch mal Freundin dazu. Kommt davon. Du liest erstmal seine Freundin. Was? Du musst was. Du liest erstmal deine Freundin. Wahrscheinlich. Macht uns ein Butterbrot. Ja, du bist ein Clown, Alter. Bei Unentschieden, es gibt kein Unentschieden. Julian, weil ich glaube, wenn und das wird zu 100% nicht passieren, wenn wir wirklich den gleichen Kontostand haben, dann müssen wir uns beide eine Facecam kaufen. Aber ich glaube, das wird kein Unentschieden hier geben. Aber ich bin mal gespannt. Also, Leute, seid auf jeden Fall gespannt aufs Finale. Jojo, da machen wir extra, also eine halbe Stunde Folge oder so. Hä? Wenn man Finale wird ein ganzer Livestream sein. Das heißt, am besten, dass du den kompletten Livestream dann aufnimmst. Das wird ein kompletter Livestream sein. Da wird's
vielleicht eine riesen Challenge geben und dann das dicke Finale mit Auswertung. Da könnt ihr auf jeden Fall schon mal gespannt sein, das wird ein dicker Livestream. Und vielleicht verlos ja da noch was. Das hätte ich nämlich auch da, dann können wir nämlich was an die Community verlosen. Ich würde aber sagen, dass wir die Folge jetzt 20 Minuten machen hier, letzte Folge. Jo. Ich muss ja da noch ein bisschen was verladen mit den komischen Ladedingsbums da. So, letzte Bahn, Leute. Es macht echt Spaß hier mit dem LKW, muss ich sagen. Heute ist irgendwie die... Ich habe ein Problem mit den Mods. Ich finde nicht alle. Also kaum. Julian. Warte. Ich werde dich gleich nach der Aufnahme, werde ich dich mal in die Gruppe einladen und ich werde dir privat mal eine Modliste schicken. Da sind nämlich alle Mods drin, du brauchst nämlich nicht alles suchen. Du kannst nämlich hier runterladen bei unserer Modliste, hier die Mods zum Mitspielen. Und fertig mit dem Feld hier. Einmal frei. Also irgendwann hole ich mir da einen Sklaven, der mir die Silage auflädt. Häufte Silage. Scheiße. Hä, es, was sag ich, Silage Dingens? Gras, Dingsbums. Was für ein Gras? Hoi, Entschuldigung, dort mal. Ich weiß nur nicht, wie man sie einfügt. Die muss man mit einfügen. Ach so. Scheiße, Leitler. Du gehst auf Download, das wollte jetzt nicht, Balken, damit dann das hört. Auf Desktop, auf, dann auf Download. Hörst du mir jetzt? Und dann werden die Mods da oben an. Hallo. Die tust dann Linksklick drauf, tun auf Ausschneiden und dann in deinen Mod-Ordner. Hörst du mich? Warte mal, ich muss kurz was machen. Warte mal. Hörst du mich? Lol, er redet nicht mehr mit mir. Leutlan, hörst du mich? Hab ich schon. Ja? Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Ach so, ich gedacht, die haben mich gestummt, obwohl die das nicht wollt. Nein, ich musste nur kurz weg. Was tut er denn verlosen? Wer tut was verlosen? Was? Hä? Wer tut was verlosen? Was machst du da? Der sauft da Wasser da hinten. Ich sauf gar kein Wasser. Hä? Lol. Wer war's denn? Aha, er fährt da mit seinem komischen LKW da auf seinen Hof um und jetzt kuppelt er gerade ab. Hä, wo hab ich mein Lade? Ach, der steht immer noch oben am Händler. Scheiße, warum war ich so blöd und hab Stroh gekauft? Ich stell mal Stroh. Och, nee, Alter. Ich hab ihn abgezockt. Was stellt er jetzt da hin, hä? Du Pfosten, Alter. Hast mich abgezogen, ey, ganz ehrlich, ey. Jetzt läuft ein Miesenstück, ey. Jetzt läuft er gerade da beim LU-Dings vorbei. Jetzt schau gerade bei seinem blauen Anhänger, wo ist da dran da schönes Ding? Ich guck in meinen Stream. Sicher, warum nicht? Du bist ein Stream-Sniper. Hey, warum? Das kann man machen, wenn man drei Monitore hat. Wie ein Flex, Alter. Neue Challenge, du kommst mit dem dritten Monitor. Wahrscheinlich. Was? Nee, ich brauch keinen dritten. Ah, heißt du da schon mit seinem Fan, sag ich, mit seinem Deutsch-Domann anfangen? Warte mal, ich guck gleich mal auf meinem Handy mal deinen Stream an, Mann, da bin ich mal gespannt hier. Der Grissi nichts mehr zu tun hier, oder was? Warum? Na, warum? Ja, weil du bei mir schon guckst. Hey, du arbeitest daneben und daneben schaue ich auf deinen Stream. Ja, ey, so einer bist du, Alter. Ey, auf jeden Fall gleich jetzt mal den
LKW hier dran. An den Ladewagen. Ich weiß gar nicht, warum durch die scheiß Kamera meine Nase immer so rot ist. Junge, ich könnte Rudolf das Rentier sein, Alter. Aha, unter Tisch hat er so sein Gin oder sein Tonic Water. Oder sein Rum. Das hier, ey. Leute, wir tun auf jeden Fall gleich. Also für die Leute im Livestream, ich tue auf jeden Fall gleich jetzt. Die Kamera ordentlich einstellen, geht gar nicht. So, meine lieben Freunde, dann warst du es auch schon wieder mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch die Aufnahmesession gefallen. Wenn ja, dann schreibt es mir das gerne in die Kommentare. Natürlich beim Profi mit IE nicht vergessen vorbeizuschauen. Und schreibt es mir gerne in die Kommentare, ob das so passt mit der Verlierer-Dingsbums. Das fällt mir jetzt nicht mehr ein. Der hat ein Bild reingemacht, wo ich als Verlierer wahrscheinlich stehe. Was der Verlierer dann machen muss, wenn er verloren hat und ja. Dann schaut's zur nächsten Folge wieder vorbei. Bis dahin, mach's gut. Ciao. Ciao, ciao.